die Jugend 3, nee, Entschuldigung, die weibliche Jugend E1 gewinnt gegen Bützow 26-3. Die E2 gegen Plau 12-9 und die E3 gegen Wismar verliert 7-8. Und nun sind wir wieder im Spiel. Schwerin im Angriff. Und ihr erstes Tor von der Nummer 34 von Jennifer Kriegermann zum jetzt 18-9. Das war der Anschlusstreffer zum 10-18 durch die Nummer 14 von Berlin. Segal Schwerin hat die Torhüterin gewechselt, Susi Grimm jetzt im Tor. Vielleicht hat sie jetzt auch ein glückliches Händchen, wie auch bei ihren 7 Metern. Der Jennifer Kriegermann durch den guten Pass von Julia Kluth zum Torerfolg zum 19-10. Schön aufgepasst von Julia Kluth, einleiten mit dem Pass zum Konter. Und wahrscheinlich die 2-Minuten-Strafe für die Nummer 10, jawohl. Klare Behinderung beim Torwurf, beim Torabschluss. Somit 2 Minuten Herausstellung für die Nummer 10. Und Wendy Künzel tritt wieder an. Und sie macht auch diesen 7 Meter ganz sicher rein. Keine Chance für Anne Polchow im Berliner Tor. 20-10 Führung für Schwerin. Aber jetzt scheint sich das zu zeigen, was der Berliner Trainer vorhin schon mal in der Auszeit gesagt hat. Wir sollen mehr in die 1-1-Situation gehen, mehr in die Lücken stoßen. Wird sicherlich mehr von Erfolg gekrönt, wenn man über 60 Minuten hinweg aus dem Rückraum werfen wollte, da die Schwerinerinnen groß gewachsen sind und bisher auch schon 6 oder 7 Bälle sauber rausgeblockt haben. Tor von Marie Kinscher zum 21-10. Hat Gerstin Weckel wieder über sich gezeigt und den Pass nach außen gespielt. Und so kennen wir Marie sicher von ihrer Position. Sicherlich eine der besten Linkshänderinnen, die wir in der Ostsee-Spreeliga sehen können. Nummer 14, Gianni Möhl, erfolgreich für Berlin zum 21-11. Da sieht die Susi Grimm noch gar nicht so glücklich aus. Reagiert in die richtige Ecke, hat aber noch nicht das glückliche Händchen dabei. Marie Kinscher mit dem Fehlversuch. Somit
Schöner Pass von Anna Pojko in die rauslaufende Janine Möhl, die verkürzt zum 12:21. Jetzt macht es Marie Kinscher deutlich besser, nutzt ihre Möglichkeit und wirft ihr fünftes Spiel in diesem Tor. Na, die EWD war gut von der Kreiserin, war eine schöne Sperre, hat nur vergessen, den Ball mitzunehmen. Und das war natürlich hervorragend gemacht. Nutzt die kurze Orientierungslosigkeit der Abwehrspielerin, die Wendy Künzel. Und macht mittlerweile Nummer 6 erfolgreich für Berlin. 13:23. Und prompt Tor auf der anderen Seite. Der Ball zappelt im Berliner Netz. Jennifer Kriegermann verwandelt zum 24:13. Schrittfehler von Julia Kluth. Somit die Chance für Berlin zu verkürzen. Auch das war schön rausgespielt, aber übertreten. Das heißt Abwurf vom Kreis. Und wieder die Chance für Schwerin, den Vorsprung zu erhöhen. Wurfversuch von Jennifer Kriegermann landet am Pfosten. Somit bleibt es beim 24:13 für Schwerin. Gut aufgepasst von Wendy Künzel. Marie Kinscher erkämpft sich den Ball und erneut jetzt die Möglichkeit für Schwerin über den Positionsangriff zu einem weiteren Treffer zu gelangen. Buntes Scheibenschießen auf beiden Seiten. Berlin reibt sich an der gut gestaffelten Schweriner Abwehr weiterhin auf.
Und der nächste Block. Kusi Grimm eröffnet das Spiel mit dem Pass. Und Schwerin geht in die zweite Bewegung, die nicht von Julia Kut genutzt wird. Und Susi Grimm pariert stark das 1-1 gegen die Konterspielerin. Marie Kidjam macht das 25-13 und der Bann ist gebrochen, da wir in den letzten 3,5-4 Minuten kein Tor auf beiden Seiten gesehen haben. Die Nummer 15 von Berlin verkürzt zum 14-25. Susi beschwerte sich ein wenig bei ihrer Abwehr, weil sie gar nichts sehen konnte. Der Wurf nicht geblockt wurde. Somit natürlich für sie schwierig, den Ball frühzeitig zu erkennen und zu reagieren. Passives Spiel vom Schiedsrichter gespannt angezeigt. Leichtfertiger Ballverlust. Man kann natürlich die Möglichkeit nutzen bei dem passiven Vorwandzeichen. Hat die Kerstin Feckel sehr schön den 9 Meter rausgeholt. Zwei, drei Leute stellen, die Werferin kommen lassen, aufsteigen lassen. Und somit natürlich eine einfachere Situation mit einem Wurfversuch, als einen technischen Fehler zu produzieren. Inga Reffle ist erfolgreich zum 15-25. Na, Schwerin hat auf den Positionen etwas umgestellt.